So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Team Training. Wir haben hier beim letzten Mal aufgehört. Na, Mausenbelt, das soll nicht so. Auf der MSN, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo es zum Captain geht, weil da wollen wir ja noch nicht hin. Hier ist die Küche, genau. Und hier findet man ja normal was. Eine Pecherbeere. Okay. Oder Peacherberry, weiß ich nicht. Was gibt's hier noch? Große Kapsel. Das heißt, das ist dann wohl unser Superball. Im Englischen ja Great Ball, daher macht das schon Sinn. So, wir gehen erstmal nach oben. Weil unten ist ja der Captain, da wollen wir noch nicht hin. Und hier gibt es ja, glaube ich, noch ein paar Trainer. Ja, und das sind Standardtexte aus Pokémon. Ach so, verdammt. Ich setze hier die falsche Technik an. Ja, solange der nur Lock-On macht, dann ist das für uns überhaupt kein Problem, weil wir... Der ist super. Piccolo, würdest du ihn bitte jetzt mal... Danke. Ja, ich möchte bitte tauschen. Weil, so cool er auch ist... Oh, Kopfnuss. Komm. Nicht sehr effektiv. Nicht sehr effektiv. Dann hauen wir halt mit Schlägen drauf. So. Ich beschleunige das, weil das sonst ewig dauert. Wir waren nur unvorsichtig. Ja. Wir müssen hier eh mal ein bisschen tauschen, weil Piccolo ja jetzt einer der stärksten ist. Das heißt, wir trainieren mal Krillin ein wenig. Hey Kumpel, let's do a little jig. So. Oh, das war falsch. Ne. Slug. Ich habe letztens den Film mit Slug gesehen. War gar nicht mal so schlecht. Na, der putzt hier. Und die Party ist vorbei. Ist auch nicht schön. Was hast du so zu erzählen? Captain ist ein Schwertmeister. Ja, das so gehört sich das auch. Ich finde, dass jeder Captain sollte Schwertmeister sein. Ja, den hätte ich auch gerne. Den Kämpfer mit dem Schwert. Hätte es den statt Gohan gegeben für Erstauswahl, ihr wisst, wen ich genommen hätte. Ich wollte mich jetzt kurz mal heilen. Bevor wir da unten in die Kabinen gehen, das sind ja dann die letzten. Ups. Ich muss nochmal hoch, ne? So. Die letzten Kabinen hier. Guck dir an, was ich rausgefischt habe. Ja, dann zeig doch mal her. Aqua. Clean. Drunken Fist. Kopfnuss, keine Chance. Direkt wieder mit der Drunken Fist drauf. Und noch ein Aqua, obwohl Krillin nicht so stark ist. Also Krillin wäre dann wahrscheinlich der nächste, der rausfliegt. Ich möchte doch nur... Oha. Yamchu, erledige ihn. Oh Gott. Gut, Yamchu hat ihn besiegen können, aber wir haben ziemlich eingesteckt. Stardust. Das ist alles so Verkaufszeug, ne? Da können wir uns große Kapsel dann verkaufen. Ja. Das ist alles so dieses Standard-Pokémon-Gerede. Wen bevorzugst du, die Namekianer oder die Saiyajin? Oh, schwere Frage. Sehr schwere Frage. Aber ich finde beide cool. Aber hier im Spiel, ja, kommt drauf an, was für ein Saiyajin. Weil die Saiyajin, die wir bisher so haben, finde ich ja nicht so cool. So, mal drücken.
drüber beschleunigt, dass das hier mal ein bisschen schneller geht. X-Attack finde ich auch absolut unnötig. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht mit Gary zusammenstoßen. Die Barbidi-Zone ist unglaublich. Ihr wünschtet, ihr könntet da wieder hingehen. Das ist dann wohl die Safari-Zone. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz heilen gehen, damit Krillin fit ist. Weil wenn wir hier gegen Dings kämpfen müssen, gegen Zero, dann kriegen wir hier auf die Schnauze. So, achso, in den letzten Raum dürfen wir noch rein. Die sehen aus wie Trainer, mit denen legen wir uns jetzt erstmal nicht an. Erstmal hauen wir den da weg. Bonjour, Wolf. Ich hab mir schon gedacht, dass ich dich hier treffe. Bist du wirklich hier eingeladen? Wie kommst du mit dem Scouter voran? Ich habe bereits 40 Kämpfer gefangen und alle von ihnen trainiert. Oh, das ist hart. Und du hast einen Cooler. Das ist cool. Super effektiv. Ja, da kannst du mit deinem dämlichen Silberblick machen, was du willst. Was? Speed? Der hat Speed Boost? Der wird schneller jede Runde? Naja, macht nix. Krillin ist unglaublich stark. Ich habe gar nicht aufgepasst, wen er jetzt einsetzt. Zabon. Ach, Level 26. Erzähl doch nichts. So, man, ganz normaler Energieball. Ja, der zieht. Also Zabons Verteidigung ist schön, aber seine Spezialverteidigung nicht. So, das Structure Disc lebt ja immer noch. Nochmal ein Energieball drauf. Rosaru, jetzt kommt der gefährliche Gegner. Mit der Structure Disc einfach den Schweif abschneiden, dann verwandelt er sich zurück in was auch immer er vorher war. Wahrscheinlich ein Raditz. Oder Nappa. So. Aber wir haben zum Glück auch einen gefährlichen Charakter mit niedrigem Level dabei. Ja, ausgewichen. Sehr gut. Nicht sehr effektiv, aber es zieht trotzdem mehr als genug ab. Rosaru hält so verdammt viel aus. Oh, kritischer Treffer. Gut gemacht, C14. Problem ist, jetzt kommt der Super Saiyajin. Oh, bereitet er die Genki-Dama vor? Oh ja. Ich fürchte, das übersteht nicht mal ein C14. Mm-mm. Son Gohan ist jetzt levelmäßig der niedrigste und auf exakt dem gleichen Level wie sein Vater. Ja, Kamehameha der beiden trifft aufeinander. Ja, Son Goku macht eine ganze Menge Schaden. Was ein Kampf. Oh Gott. Warum macht Son Goku so extrem viel Schaden? Ich meine, die sind beide auf dem gleichen Level. Zum Glück haben wir gewonnen. Ja, ich gucke mir die Technik auf jeden Fall mal an. Shunkan. Ja, ist auf jeden Fall besser als Guard. Also von daher, weg damit. Ich hab dich gewinnen lassen. Ja, erzähl keinen Mist. Ich habe gehört, da war ein Schwertmeister an Bord. Aber er war nur ein seekranker alter Mann. Der Schneider selbst ist wirklich nützlich. Ja,
Es wird sicher nützlich sein. Du solltest ihm auch einen Besuch abstatten. Wir sehen uns. Nee, noch nicht. Ah, okay, die wollen gar nicht kämpfen. Ich dachte, die wollten uns verprügeln. Ich fühle mich schrecklich, oh, seekrank, ja. So, ich habe ihm den Rücken geschrubbt. Also, eigentlich nur so ein bisschen auf den Rücken gestreichelt, dass es wieder geht. Puh, danke dir. Ich fühle mich jetzt viel besser. Möchtest du meine geheime Zerschneidertechnik? Ich könnte dir meine berühmte Zerschneidertechnik zeigen, wenn ich nicht so krank wäre. Ich weiß. Du kannst das hier haben, eine versteckte Maschine. Die bringt deinen Kämpfern Zerschneider bei und du kannst es jederzeit benutzen. Damit kannst du kleine Bäume zerschneiden. Warum versuchst du es nicht mit den Bäumen um die Stadt? Gut, und ich habe auch schon den Perfekten, der das kann. Crystal? Achso, ja, das war ja Leber. GM-Case, Cut. Ja, der hier kann es doch lernen. Ich sehe es schon kommen. Bärfief wird hier der VM-Sklave. So. Aber bisher läuft es doch ganz gut. Wir kommen recht gut durch. Und ich darf... Oh, die sind ohne mich abgefahren. Ich darf verkünden, dass wir jetzt hier dieses Spiel im Hauptprogramm haben, ja. So, nochmal drüber heilen, sicherheitshalber. Sicherheit geht vor. Jetzt können wir uns ja theoretisch an der Arena versuchen. Wer seid ihr denn? Geh weg, ist nicht erlaubt zu reden. Was willst du, General... Red hat mir befohlen, nicht mit solchem Abschaum wie dir zu reden. Ihr wisst, wie diese Arena funktioniert. Immer erst mal alle Trainer ausschalten. Das ist kein Platz für Kinder. Nicht mal, wenn du gut bist. Los, Destructo des Krillin. Oh Gott. Ja, gegen den war klar, dass wir verlieren. Ja, das war ja nicht sehr effektiv. Vom Stil her würde ich sagen, die Attacke ist Turbo-Tempo. Cyborgs sind so cool. Lass mich sie dir zeigen. Ich zeig dir jetzt mal, wie cool nicht Cyborgs sind. Oder noch? Letzte Cyborg. Und C13 ist ja recht stark, aber hat auch keine Chance. So. Ich habe ja gesagt, ich trainiere offscreen. Müsste ich eigentlich mal machen, ne? War ich hier eigentlich im Markt und habe geguckt, ob sie Superbälle haben? Ne, die haben immer noch nur Kapseln. Keine Superkapseln. So, jetzt können wir uns an das Schalterrätsel machen. Ich würde auch sagen, dann packen wir ab jetzt mal C14 vor. Ich hätte gern C17. Das ist der einzige Cyborg, den ich will. So, hier beschleunige ich auch nicht mehr, weil das bringt ja eh nichts. Ihr wisst, wie es läuft. Wer das Ganze nicht kennt, der sollte sich Pokémon nochmal angucken. Schalter suchen und drücken. Und es ist immer der zweite Schalter in einem Anliegenden. Man sagt... Oh, puh, ich habe versehentlich doppelt gedrückt. Man sagt, man soll immer den links von dem ursprünglichen nehmen. Außer es gibt keinen, der links ist, dann glaube ich der drunter, ansonsten der drüber. Aha. Ah, ich drücke immer doppelt. Mal echt nicht mit Absicht, ich sollte echt B drücken.
So. Dieses Rätsel hat mich als Kind wahnsinnig gemacht. Euch auch? Vielleicht sollte ich doch rechts nehmen. Oder sie haben es hier ganz zufällig gemacht. Das wäre natürlich mies, wenn sie... wenn sie hier die guten alten Strategien kaputt gemacht hätten. Also ich versuche jetzt noch einmal links. Nee. Okay, wir fangen mal oben links an. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Muster. So, dann komme ich an dem Trainer vorbei. Das ist jetzt ehrlich die letzte. Okay, jetzt versuchen wir mal oben. Ja, okay, es war einfach oben drüber. Sehr schön. Wie kommt ein Kind hierher? Das ist unglaublich. Was? Ich bin kleiner als du, hast du gesagt. Nennst du... du willst damit sagen, ich bin ein Zwerg? Ich werde dir eine gute Lektion erteilen. Zeig mir deine Kämpfer und lass uns sehen, wer der Bessere ist. Der Beste. General Red. Ja, mit C18. Oh. Der hat ja die guten Cyborgs. Nicht sehr effektiv. Ja, ich fürchte... C14 ist hier ein bisschen, ja, überlastet mit dem Kampf gegen so einen Cyborg. Ich meine, die wurden geschaffen, um die Saiyajin zu besiegen. Gut, Krillin, erledige deine Frau. Du schaffst das. Oh Gott. C18s Verteidigung ist ja mal heftig. Und ihre Angriffskraft ist nicht gerade gering. Destructor ist wie verfehlt. Krillin, was tust du? Sieht nicht gut für uns aus. Wir haben Chu, du übernimmst. Wolfszahnpause. Ja, so macht man das nämlich. Oha. Ja, wir haben Chu. Ist stark. Problem ist halt, er nimmt auch sehr viel Schaden. Krillin ist ja eher so der Verteidigungscharakter. Aber wir haben Schwarz geschafft. Ja, jetzt kommt C17. Das ist wahrscheinlich der letzte C16. Energy Field. Oh Gott. Das sieht aus, als wäre es früher mal Psychokinese gewesen. Gut, aber wir haben ja noch so einen Gohan. Als Super Saiyajin, aber auch nicht gerade schwach, vor allen Dingen als erwachsener Super Saiyajin. Oh Gott. Er hat es aber nicht geschafft, C17 zu besiegen. Aber jetzt. Ein dramatisches Wiedersehen zwischen Son Gohan und C16 wird das jetzt. Weil tatsächlich war es ja so, dass Son Gohan sich in den zweifachen Super Saiyajin verwandelt hat, nachdem Cell hier C16s Kopf zertreten hat. Versuch's nochmal damit mit einem direkten Treffer, aber das dürfte ja gegen den wahrscheinlich nichts ausrichten. Ich teste schon mal aus für Piccolo. So, Piccolo. Nach der Fusion mit Gott hat er ja C17 ziemlich fertig gemacht. Das dürfte ja jetzt ungefähr dieses Stärke-Level sein.
Oh Gott, das hätte nicht passieren dürfen. Er hätte nicht verfehlen dürfen. Ich glaube, jetzt verlieren wir. Okay, Berfi. Ja, Body Slam. Nicht sehr effektiv paralysiert. Nee. Das sind harte Treffer, die wir hier kassieren. Aber wir haben ihn jetzt paralysiert. Das ist gut. Ja. Full Heal? Der hat die Paralyse geheilt. Oh nee. Ja, aber mit dem Schwert können wir hier nichts gegen ihn ausrichten. Mit Diebstahl wahrscheinlich auch nicht. Genauso wenig wie mit den anderen Attacken. Nee, Bärfief ist erledigt. Oh. General Red ist übel. Gut Leute, dann würde ich sagen, ich trainiere offscreen ein bisschen. Ihr lasst mir jetzt Kommentare da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Dragon Ball Z Team Training. Bis dann, euer Wolf.